Herr Landeshauptmann, Sie müssen doch heute einsehen, dass die Causa weit mehr als, wie es immer bisher hieß, nur ein Steuerproblem des Wirtschaftsbundes ist. Naja, so überraschend ist das ja nicht. Ich habe mir die letzten Tage ja das wirklich sehr genau angeschaut und es gab ja auch den Vorwurf, ich würde mich nicht zu Wort melden. Das stimmt ja so nicht. Ich habe schon meine Meinung gesagt, aber es war wichtig, sozusagen ein, zwei Tage Zeit zu nehmen, sich einen guten Überblick zu verschaffen. Und das tue ich eigentlich immer in solchen Situationen. Es braucht eine gute Faktenlage, eine richtige Beurteilung und dann auch eine klare Konsequenz. Und das ist heute auch so gekommen. Das hat ein, zwei Tage gedauert, aber umso klarer sind jetzt auch die Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Und die sind auf verschiedenen Ebenen aus meiner Sicht eigentlich sehr klar.